hallo Leute, das hat jetzt lange gedauert, bis hier endlich mal wieder die Zeit da ist, um eine weitere Folge zu machen und hier weiterzuarbeiten an dem Projekt Mercedes 190D. Da ist viel passiert in diesem Jahr. Neben den ganzen Corona-Sachen gab es noch gesundheitliche Probleme in der Familie und so weiter. Aber jetzt, so langsam, kämpft man sich durch und zurück und auch wieder zurück hier ans alte Blech. Und deswegen soll es jetzt mal hier weitergehen. Viel Spaß. Ich kann es ja gar nicht glauben und gar nicht mehr sagen, aber immer noch ist das Thema hier an der A-Säule vorne rechts. Inzwischen habe ich aber so ein Blech soweit vorbereitet, auch mit dem Abschluss unten. Und das soll hier dann demnächst festgeschweißt werden. Und dann hoffe ich, dass wir diese Seite des Wagens verlassen können und uns langsam weiter nach hinten vorarbeiten können. So, zuallererst das vorbereitete Blech an die vorgesehene Stelle bringen und möglichst gut befestigen. Ich habe hierzu diese genialen Klemmstifte verwendet, die da die beiden Bleche zusammenziehen, und auch eine Blechschraube, um das gut zu fixieren. Und dann angefangen, die beiden Bleche oder die Bleche, das Blech mit den restlichen Teilen der Karosserie zu verschweißen. Erstmal einige Punkte gesetzt, damit es festsitzt und nicht mehr wandert. Ja, und nachdem das Blech nun rundum verpunktet und fixiert war, konnte ich die Haltestifte entfernen und anschließend dann die Schweißnaht vervollständigen und rundherum weitere Schweißpunkte setzen, immer mit ordentlich Abstand, damit sich das Blech nicht noch verzieht. Das Blech ist drin. Ja, vielleicht auch keine handwerkliche Glanzleistung, aber es ist überall verschweißt und soweit alles gut. Jetzt noch ein bisschen Grundierung drauf, Brandtokorux und dann die Nähte vielleicht versiegeln und das Übliche. Und dann geht's weiter an anderer Stelle. So, hier sieht man dann schon das aufgetragene Brandtokorux. Habe ich mir schon in der Wagenfarbe anmischen lassen und damit zwei oder dreimal aufgetragen. Hier noch einige Nahaufnahmen von der Schweißnaht und das soll es dann hoffentlich mit der A-Säule gewesen sein.